Hallo, hier ist die Puppenmami. Ich war am Wochenende ganz fleißig. Ich habe wieder eine Puppe gehäkelt. Ja, guckt mal hier. Das ist sie komplett. Ein kleines T-Shirt, eine Hose, die man oben zusammenbinden kann. Was sie jetzt noch kriegt, sind kleine Gummistiefelchen. Ungefähr in der Höhe werde ich sie wahrscheinlich machen. Und einen Mund. Das Problem ist, ich zeig's euch. Die Kleine hat einen Wackelkopf. Weil ich habe den Kopf nur mal größer gemacht mit einer Nadel. Und die Haare, die hier hinten dran sind, die ziehen massiv. Und ja, dadurch hat die Kleine jetzt einen Wackelkopf. Aber ganz ehrlich, die Kinder greifen sowieso meistens hierhin, dahin, dahin. Und ich denke, das ist jetzt nicht so das Problem. Weil die Puppen kriegen eh alle nach einer Zeit, wenn sie nicht als Deko verwendet werden, Wackelkopf. Weil eben halt, ja, so viel gekuschelt, viel geknutscht werden und ja. Ihr seht, sie hat ein Pferdeschwänzchen. Das habe ich mit einem Haargummi festgemacht. Ja, wie gesagt, der Mund fehlt noch und die kleinen Schiechen. Und ich bin jetzt schon wieder an der dritten Puppe dran. Habe ich heute Morgen angefangen. Zwei Beinchen habe ich schon fertig. Das wird dann auch noch mal eine ganz süße. Ich glaube, die kriegt dann zwei Zöpfchen nach oben hier so und da so. Ja, gut. Das wollte ich euch schon mal zeigen. Der neueste Stand von meinen Püppis. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Wir sehen uns. Tschüss.